Hey Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? 30 Minuten zum Aufnehmen von Pokémon ist viel zu wenig. 30 Minuten? Wie komme ich da auf so eine Scheiße? 15. Möchtest du wissen, ob die große Fischern da ist? Weißt ihr, wenn man sich so mal so eine Folge Revue passieren lässt, Ronald. Schaust dir so an, hast 15 Minuten voll, aber hast im Prinzip nur drei Kämpfe oder so. Und dann fragst du dich, wo ist die Zeit hin? Was ist passiert? Also drei Kämpfe, zwei Pokémon, aber ein Arsch voll Zeit verloren. Also du hast plötzlich taucht da so ein Arsch auf und du weißt nicht, woher der gekommen ist, aber der ist einfach da und der geht nicht mehr weg und ja, das ist halt dann so ein. Hä? Also, ich würde gerne viel länger aufnehmen, aber dann. Ja, hätte ich auch nicht so viele Videos, ne? Macht Sinn, macht Sinn. Okay, nichtsdestotrotz soll ich euch mal was Lustiges erzählen. Also Stand heute, Dienstag, auch wenn ich dieses Video auch erst wahrscheinlich Mittwoch hochladen werde, habe ich wahrscheinlich schon also 2 Tage sind jetzt schon Uni und ich habe wahrscheinlich schon mindestens 3 Veranstaltungen verpasst. Aus Bequemlichkeit, aus Dummheit, aus Vergesslichkeit, aus nicht nachgeschaut, wann welche Veranstaltung wo ist. Es kommt richtig gut, ich meine. Also wenn du so gefragt wirst, na, was studierst du so? Ah, cool, und warst du da gestern und so, und du so, hä? Und dann so gehst du morgen dahin und ich so wieder, hä? Also, wenn ich gestern nicht darauf hingewiesen worden wäre, dann wüsste ich, dann wäre ich heute wieder nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen gegangen, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht in die Uni gegangen. Also was ich verpasst habe, waren eigentlich nur so kleine Dinge wie, also Einführungsveranstaltungen, sowas wie Einführung in die Germanistik für Gymnasiallehramtsanwärter und sowas wie Einführung von Essen in den Mund oder Einführung von Zäpfchen in das Rektum, keine Ahnung. Solche Sachen halt, aber Gott, ich hab's einfach drauf. 2 Tage und ich hab's schon komplett versaut. Ja, komplett versaut ist ein bisschen hart, aber es ist schon bitter, wenn man so. Ich weiß auch nicht. Naja, was soll's. Wir sind hier, um Pokémon zu spielen. Ach ja, so wie mein Stundenplan bis jetzt aussieht, habe ich morgen einfach frei. Das kann's ja wohl auch nicht sein. Da muss ich auch noch mal schauen. Gut, ich habe meinen Stundenplan so gelegt, dass ich Montag und Dienstag ziemlich viel gequetscht habe. Aber mein Gott. Nee. Ich glaube, irgendwas mache ich auf ganzer Linie falsch. In so einem halben Jahr kommt bestimmt mal so ein Professor auf mich zu und fragt mich so, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Und was machen Sie hier? Dang! Oh. Weiter zur nächsten Insel, auf der sinnloserweise ein Angler seine Zeit verbringt. Boah, Little Princess, komm, zeig, was du drauf hast. Ich habe einen großen. Ich weiß nicht, was Hall heißt, aber es ist bestimmt ein perverses Wort. Wanna go for it. Möchtest du mal ausprobieren? Oh. Alter, wait. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, er ist es. Er ist es. Er ist es. Er ist es. Guckt es euch an. Wie es schon beginnt. 6 Pokémon. Das allererste ist ein Carpador Level 27. Ein Carpador Level 27. Oh, Fisherman Wade is going to use Magikarp. Nutz jetzt mal Pikachu. Jacqueline. So, Pokémon 2 von 6 ist Magikarp. Ist das. Doch, das ist. Passt schon. Donnerschock. Yay! Boah, guckt es euch an. Vielleicht kriegt Jacqueline sogar ein Level Up. So. Level. Pokémon 3 von 6 ist Magikarp. Weißt du? Wozu? Wozu?
Nachdem ich in Scheiß-Kanto, Scheiß-Sieben-Orden und drei verfickte Eiländer gemacht habe. Wozu stellt man mir einen Angler hin? Für das Pokémon ist auch ein Magikarp. Ein Scheiß-Angler, der... sechs Kappa du hat. Ehrlich, was denkt man sich dabei? Surfer lernt man frühestens nach dem fünften Orden? Ja, ich glaube schon. Und dann war mein schwächstes Pokémon Level 30 schon oder so, oder Level 35. Also was soll die Scheiße? Oh, Pokémon 5 und 6 ist Magikarp. Boah, ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel Zeit es jetzt gekostet hat. Also Kampf 1 und 2 zusammen jetzt schon. Ich kann die Uhr nicht lesen, knapp 6 Minuten. Und damit ist schon wieder ein Arsch voll Zeit vorbei. Magikarp. Pokémon 6 von 6. Mein Gott, ich habe ja nichts anderes zu tun, ne? Guckt es euch an. Jacqueline hat 5 Pokémon besiegt, die ein Level über sie war, und sie hat nicht mal ein Viertel Level vollgekriegt. Hehehe, Magikarp, das ist so Magic Raid, du, ne? Tja, hätte dein Magikarp Hyperbeam gekonnt, dann vielleicht, aber... tja, so halt nicht. Oh mein Gott! Warte, warte. Das war jetzt noch keine neue Route, das heißt, das Angela kann ich mir nicht fangen. Das ist toll. Es ist keine neue Route, ich kann mir das Angela nicht fangen. Ich krieg zum ersten Mal in meinem verschissenen Leben ein neues Pokémon, es ist Tangela und ich kann es mir nicht fangen. Ach, hier ist gar kein neues. Na gut, schade. So, wir sind zurück in Alabastia, ganz am Anfang des Spieles. Wir gehen mal kurz die Mutter besuchen, die uns nicht vermisst hat. Rudio, du solltest eine kleine Pause nehmen. Das ist alles, was sie jetzt zu sagen hat. Nachdem ich... bla bla bla, deine Pokémon sehen toll aus, ich will sie gerne durchrammeln. Nachdem ich verschissene 3 Jahre wahrscheinlich unterwegs war und meine Mutter nicht gesehen habe, ist sie dann sagen, oh Julio, du wachst weg, ist mir gar nicht aufgefallen. Was will ich denn? Max Repel. Boah, ich schütze mich jetzt durch die Gräser von Route 1. Denn es ist Zeit nach Vertania City. Es ist nicht Vertania City, es ist Viridian City. Ja, zurückzukehren und... ich wollte gerade zu dem fetten Typen da, aber mir ist eingefallen, dass der fett ist und ich fette Leute nicht mag. Oh mein Gott. 25 meiner Abonnenten hören auf, mich zu abonnieren. Nein. Warte mal, was sagt denn der? Der Arenaleiter von Viridian Jim ist zurückgekommen. Okay, das heißt, ich kann da jetzt rein. Nee, der lehrt mich nur eine blöde Dacke und... oh, ich habe was vergessen. Ich glaube Traumfresser. Oder Hypnose oder ein... es ist irgendwas, was... ich glaube eine Geisterattacke sogar. Psycho oder Geist, eins von beiden. Bills BC. Die Bowsit Pokémon. Jacqueline brauche ich noch. Boris. Und wir... ja, fertig mit der Scheiße. Sasquatch. Wird aber auch mal wieder Zeit, ne? So. Und jetzt aber, ne? Jetzt. Jetzt gehen wir zu... nein, Schutz hat aufgehört zu wirken. Was ich auch geil finde, wie der alte Mann da einfach im Weg steht. So, die letzte Arena. Du siehst so aus, als wärst du schwul. Hä? Also, in seinen Augen habe ich keinen Dampf mehr. Wow, das macht sogar im Deutschen irgendwie Sinn. Dampf haben. Naja, Dampf haben. Oh, oh. Cool Trainer, Yuji. Eher Schwultrainer, Alter. Boah, Schwultrainer, voll der Wortwitz. Warum Little Princess? Weil Little Princess.
Surfer beherrscht. Also das hier ist eine Bodenarena. Jetzt sagt mir, wie Surfer verfehlen soll und wie die Scheiße halt gleich wieder mit, was will ich eigentlich sagen, Sandwirbel losgeht. Oh, mein bester Freund Sandwirbel. Also es ist eine größtenteils Bodenarena. Graveler. Graveler ist Georock. Da-da-da-da-dam, es ist Georock. Oh, fuck. Intensität 9. Also verdammt stark. Das ist eine Bodenattacke, die richtet sich zwischen den Werten 4 bis 10. Und je nachdem, also es ist ein Glücksfall, ob 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Oder beginnt es bei 6? Ich weiß es nicht. Wäre der Attacke halt stärker und bei 10 haut es richtig rein. 49. Oh, Max HP ein bisschen. Nein! Warte. Nein. Walzer. Deine Mutter lernt jetzt Walzer. Und mit Walzer ist nicht der schöne Tanz gemeint. Mit Walzer ist gemeint, dass deine Mutter jemanden platt walzt. Was mache ich jetzt am dümmsten dafür weg? Ich glaube Snore. Es ist jetzt schwer. Body Slam ist geil. Surfer kann ich leider nicht mehr wegmachen. Schnarcher, naja, wenn es schläft, naja, muss ich es halt gleich wieder aufwecken. Also, Schnarcher. Weg damit. Tut mehrere Leute, Laxo. Ja, aber du wirst jetzt nicht mehr im Schlaf schnarchen können. Onyx. Wie ich jetzt halt wieder verfehlen werde. Ich warte ja nur noch auf ein Pokémon, das Explosion kann. Sandsturm macht dauerhaft Schaden an Nicht-Gesteins-Pokémon oder so. Das trifft wieder nicht. Der Sandsturm wütet. Ja. Macht dauerhaft Schaden und erhöht, glaube ich, Attacke von Gestein oder Boden. Boah, habt ihr gesehen, wie viel Rockfrog? Ja, versuch mal bei so viel Fett mit Stein durchzukommen. Das ist schon nicht möglich halt. Noch ein Graveler. Ich glaube, jetzt wechsle ich aber trotzdem mal auf Eis. Warum Eis? Weil Eis effektiv ist gegen Boden. Weil gefrorener Boden ist brüchig und hat keine Chance gegen... Ich habe keine Ahnung. Aber Gestein wiederum ist effektiv gegen dieser scheiß Sandsturm. Gestein ist wieder effektiv gegen Flug. Ja, was auch egal ist in dem Fall jetzt. So, jetzt haben wir, warte. Marowak. Knogger. So, jetzt haben wir drei Kämpfe hinter uns und 13 Minuten vorbei. Das ist großartig, ne? Ich meine. Und ein Kampf davon waren 6 Karpadors. Oh. Hat kein Gas mehr. Ich habe keinen Dampf mehr, hat kein Gas mehr. Soll irgendein schlechtes Wortspiel sein. Okay, und jetzt Rouge, weil der Typ sieht so aus, als wäre ein Kämpfer. Ich arbeite mich selbst in Rage. Ich bringe mich selbst in Rage oder was auch immer. Also das ist ein Spaß, tut mir leid. Black Belt Atsushi. So, das soll eigentlich eine Bodenarena sein, aber jetzt haben wir schon mal das erste Kampf-Pokémon. Was man auch wunderbar bei dem neuesten Comic vom Nuzlocke, von Nuzleaf, also vom Original Nuzlocke, sehen kann. Da ist auch gerade in der Arena hier. Da siehst du halt so auf einem Comicbild, wie so ein Typ sagt, ich weiß zwar nicht, wer der Arenaleiter ist, aber ich kann dir sagen, in der Arena setzen sie nur Bodentyp ein. Und dann siehst du da halt die typischen Pokémon, die mich jetzt hier erwarten. Tauros, Arbok, Machoke oder so. Kampf, Gift, normal. Also, nicht unbedingt Boden. Aber überwiegend ist es schon Boden.
Busch Level noch ab. Blark. Oh Gott, wie lange haben wir noch Zeit? Keine Zeit mehr, schön. Ich bin Diablo Tour Fix. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.